ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es, wie versprochen, das Avel Unpacking. Ich habe letztens einige Mangas bestellt bei Avel. Die haben ja mittlerweile auch immer wieder und immer mehr Mangas. Richtig cool. Und ich musste bestellen, weil momentan lese ich halt sehr, sehr viel Mangas, beziehungsweise ich lese eigentlich momentan nur Mangas, wie ich euch in meinem letzten Video auch schon erzählt habe. Deswegen gibt es jetzt, wie heute versprochen, das Avel Unpacking. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich bestellt habe. Ich werde es euch einfach mal zeigen. Auf jeden Fall ist das Paket recht groß. Ich zeige es euch einfach. So sieht es aus. Und ich habe recht viel bezahlt. Ich glaube, ich habe über 60 Euro bezahlt. Ja. Recht viel, aber ich habe auch sehr, sehr viel gekauft. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das wird demnächst dann auch nochmal ein Manga-Neuzugänge-Video geben, sozusagen, zu den anderen Mangas, die ich noch bei Revive geshoppt habe. Und genau, da wird es demnächst dann, wie gesagt, auch noch ein Video zu geben. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und es wird auch demnächst auch nochmal einen Lesemonat von den letzten 6 Monaten geben, ungefähr. Ja, das erwartet euch dann auf jeden Fall auch noch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich werde euch die Preise hier irgendwo oben einblenden, weil ich die hier nicht bei habe. Deswegen, wie gesagt, ich werde die einblenden. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Unpacking. Genau. Also wenn ich hier reingucke, ja, ist mir auf jeden Fall schon mal das erste Buch an der Reihe, die ich angefangen habe zu bestellen. Und zwar ist es der erste Band von Food Wars, so sieht der aus. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich hoffe auch, das Licht ist in Ordnung, weil ich musste erstmal mein Fenster da drüben abhängen mit einem Spannbettlaken, weil wir dann noch keine Rolle vorhaben. Und ansonsten das Tageslicht so hell war und dass meine Tageslichtlampen da gar nicht gegen ankam und das war irgendwie nur seitlich und so, ist total doof. Ich hoffe, dass die Lichtverhältnisse so in Ordnung sind. Auf jeden Fall, wie gesagt, der erste Band hier von Food Wars. Mein Bruder, der hat den Manga, nicht den Manga, den Anime dazu geguckt und meinte, das ist richtig cool. Und hier geht es um einen Jungen, Suma heißt er, genau. Das heißt ja auch Food Wars Shogeki no Suma. Sorry, mein Japanisch ist nicht so gut. Sorry, wenn ihr hier irgendwie ein Miauen oder was hört. Meine Katze ist hier gerade mit drin, beziehungsweise einer meiner zwei Katzen, die wir jetzt recht neu bei uns wohnen haben. Deswegen nicht wundern, wenn hier irgendwas miaut. Es ist meine Katze. Auf jeden Fall geht es hier in diesem Buch oder in diesem Manga um Soma. Und Kochen ist seine allergrößte Leidenschaft. Sein Vater ist Inhaber eines Restaurants, also eines sehr kleinen Restaurants in Tokio. Und ja, Soma soll dann nicht bei ihm lernen, sondern in einer Akademie, der Totsuki Akademie. Und dort das Handwerk der Haute Cuisine erlernen. Und ja, er fällt deswegen aus allen Wolken, weil er erst dachte, er soll bei seinem Vater eigentlich lernen und soll dann, wie gesagt, an dieser Akademie teilnehmen. Er ist selbstbewusst und neugierig, aber ja, es ist trotzdem alles nicht so einfach. Ja, die Konkurrenz ist sehr stark. Im Endeffekt sollen wohl nur 10% der Schüler die Aufnahmeprüfung bestehen. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Leute, die dann auch mit dabei sind sozusagen, die, glaube ich, auch Probleme machen werden. Vielleicht sollte das zumindest ein bisschen an. Und genau, sorry, wenn ich in der Runde gucke, meine Katze schleicht hier so ein bisschen zwischen meinen ganzen Equipment lang. Das ist auf jeden Fall das, worum es geht. Es ist ja, wie gesagt, es geht um Kochen und einen Wettbewerb sozusagen. Und ich finde, das Cover sieht schon sehr, sehr cool aus. Und ja, sieht von innen auch wirklich sehr, sehr cool gezeichnet aus. Ich kann euch das ja einmal kurz hier so ein bisschen zeigen. So. Sorry. So. Ja, genau. Auf jeden Fall ist das der erste Band. Ich habe gleich die ersten 9 Bände dieses Mangas bestellt. Ich muss mal kurz gucken. Hier ist der zweite Band. So sieht der aus. Dann haben wir hier irgendwo den dritten. Ja, das ist der dritte Band. Ich finde die Cover echt cool, muss ich sagen. Das ist der vierte Band. So sieht der aus. Dann der fünfte Band. Ich lege die Sachen einfach mal jetzt mal nach hinten, damit ich hier ein bisschen Freiraum habe. Bei 5 war. War 5? Ja, 5. Okay. Ich muss erstmal raussuchen hier. So. So, okay. Dann haben wir hier Band Nummer 6. So sieht er aus. Band Nummer 7. Band Nummer 8. Und
Band Nummer 9. Genau. Mega, mega cool. Ich freue mich sehr auf diesen Manga. Möchte ihn unbedingt anfangen. Und wie gesagt, ich habe echt nicht so viel bezahlt. Also es war halt echt so verhältnismäßig noch recht viel. Die haben, glaube ich, mehr als 1,99 gekostet. Ich glaube, bei 2,99 fing es an und ein paar von den Wänden weiter hinten haben auf jeden Fall, ich glaube, irgendwie 3,99 gekostet. Ich werde euch aber einblenden, wie gesagt. Ja, vom Zustand her sehen die mega gut aus, einfach so wie neu, nur dass da halt ein Mängelexemplar Staffelung drauf ist. Also da ist nichts dran, gar nichts. Ja, mega cool, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Dann habe ich hier One Week Friends von Matcha Hatsuki. Sieht so aus. Davon habe ich auch den zweiten Band, der liegt ja auch oben drauf. Der sieht so aus. Genau, hat mich einfach vom Klappentext sehr interessiert. Ich habe noch nie was da von dem Manga gehört. Auf jeden Fall geht es in diesem Band um ein Mädchen. Sie heißt Kaori Fujimiya. Und die Erinnerung an ihre Freunde wird jede Woche wieder gelöscht. Das heißt, sie erinnert sich nach einer Woche nicht mehr an ihre Freunde, sozusagen. Und sie sitzt meistens immer für sich allein im Klassenraum, weil sie ja, wie gesagt, nach einer Woche immer alles wieder vergisst, sozusagen. Und sie möchte sich trotzdem will sich ein Junge aus ihrer Klasse, der heißt Yuki Hase, mit ihr anfreunden. Und sie möchte dann halt das so machen, dass sie jede Woche ihre Erinnerungen aufschreibt und dann halt dem immer wieder nachgeht, sozusagen, und sie so eine Freundschaft aufbauen kann. Und das immer wieder aufs Neue, sozusagen. Genau, fand ich echt interessant. Ich weiß nicht, wie viele Bände diese Reihe haben wird oder hat. Auf jeden Fall finde ich es echt interessant. Wie gesagt, vom Klappentext hat es mich auf jeden Fall sehr angesprochen. Deswegen habe ich es einfach mal mitgenommen. Es war, glaube ich, recht günstig. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Die sind sehr, sehr dünn. Also wahrscheinlich wird man sehr schnell durch sein. Mal gucken. Genau. Dann habe ich mir noch zwei Bände eines Mangas bestellt. Und zwar ist das Anonymous Noise von Ryoko Fukuyama. Genau. Den ersten und den zweiten Band. So sehen die beiden aus. Sehr, sehr cool. Es geht auch irgendwie, glaube ich, um eine Rockband. Was machst du? Da hör auch damit. Meine Katze spielt gerade mit diesem ganzen Pappkram, der in diesem Paket drin war. Der liegt da auf dem Boden und sie spielt da gerade mit. Ja. Mittlerweile sind auch beide Katzen hier im Raum, also nicht wundern. Ja. Worum geht es? In diesem Manga geht es um Nino und sie singt für ihr Leben gern. Als Kind erlebt sie zwei schwere Trennungen. Erstmal die von ihrer ersten Liebe Momo und die von Jutsu, der einen Jungen, der eigene Lieder schreibt, sozusagen. Beide haben Nino jedoch ein Versprechen gegeben, irgendwann werden sie anhand ihres Gesangs wiederfinden. Okay. Also singen Nino 6 Jahre lang weiter, bis sie auf die Highschool kommt und ja, wie werden sich dann ihre Gefühle sozusagen auf der Highschool weiterentwickeln? Genau. Darum geht es. Sorry, ich bin die ganze Zeit immer wieder abgelenkt von meinen Katzen. Nein, sorry. Das ist aber so im Großen und Ganzen, worum es geht. Die Cover sehen auch sehr cool aus, muss ich sagen. Und der Manga an sich von End sieht auch wirklich sehr, sehr cool aus. Also interessant und cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, diesen Manga zu lesen. Ich weiß auch nicht, wie viele Bände diese Reihe haben wird. Ich weiß es nicht genau. Ich habe einfach so gekauft, was mich so interessiert hat. Ja. Dann habe ich mir wieder die ersten zwei Bände in der Reihe geholt, die ich glaube auch recht lang ist. Oder recht lang wird. Ich weiß noch gar nicht, ob sie zu Ende ist. Auf jeden Fall ist das Seven Deadly Sins von Nakaba Suzuki. Da gibt es ja auch den Anime zu von auf Netflix, auch Netflix Original. Ich weiß noch gar nicht, ob erst der Anime kam, dann der Manga. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht gerade. Aber auf jeden Fall geht es in diesem Manga hier, oder in den Mangas sozusagen, um die Seven Deadly Sins. Das sind die schlimmsten Verbrecher der Britannias. Oder in Britannias, so. Und es geht um Prinzessin Elisabeth, die nach ihnen sucht, weil sie ihr Königreich zurückerobern möchte und das mit Hilfe dieser Banditen gerne machen möchte. Genau. Hört sich auf jeden Fall echt interessant an, deswegen habe ich es mitgenommen. Ich dachte erst so, ich weiß auch nicht.
Ich glaube, der erste Band hat nur 99 Cent gekostet, deswegen dachte ich, ja, cool, nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, und auch von innen sieht er auch echt wieder cool aus. Sieht so ungefähr aus von innen. Ja, freue ich mich auch sehr, 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 sehr drauf. Genau. Dann habe ich mir einen zweiteiligen Manga bestellt. Davon gibt es, wie gesagt, nur zwei Teile. Und zwar ist das Poison City von Tetsuya Tsutsui. Sorry, wenn ich das heute ausspreche. Der erste und der zweite Band gab es beide und ich glaube auch beide recht günstig, deswegen habe ich sie mitgenommen. Und der erste Band ist auch recht dick für so einen Manga. Und ja, sieht von innen so aus. Dieser Manga spielt im Jahre 2020 in Tokio und Tokio blickt gerade den Olympischen Spielen entgegen. Kurz davor gibt es dann eine Bewegung, die den Namen Säuberungsfront hat, die immer mehr an Einfluss gewinnt sozusagen. Und sie hängt den Glauben an, dass alle Anstößigen beseitigt werden müssen. Der Protagonist in diesem Manga ist dann Mikio Hibino. Er ist Manga-Zeichner einer Horrorserie Dark Walker und die möchte er gerne an die Öffentlichkeit bringen. Und er hat etliche Veränderungen vorgenommen und endlich erscheint sozusagen die erste Folge. Und dann kommt für ihn sozusagen ein großer Schlag, denn die Freiheit des Ausdrucks gerät durch Zensur in Gefahr. Genau, das ist sozusagen, worum es geht. Fand ich sehr interessant, sieht sehr, sehr cool aus auf jeden Fall. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob mir das gefallen wird. Als nächstes habe ich wieder die ersten zwei Bände gekauft eines neuen Mangas. Und zwar ist das dieser hier, der heißt Mob Psycho 100. I don't know. Irgendwie so. Die ersten beiden Bände, wie gesagt, sehen so aus. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, wie viele Bände dieser Manga hat oder haben wird. Auf jeden Fall geht es in diesem Manga um Shigeo Kageyama, Spitzname Mob oder Mob, wie auch immer. Er wirkt wie ein normaler, schüchterner Junge. Er ist 13 Jahre alt und ist mitten in der Pubertät und weiß halt nicht so genau, wie er Mädchen ansprechen soll, die er süß findet. Er ist halt recht schüchtern. Er besitzt aber besondere Kräfte, übernatürliche Kräfte und ja, macht ihn vor allem bei falschen Leuten sehr begehrt. Und ja, alle wollen dann was von ihm, von Scharlatan zu Leuten, die dann die Weltherrschaft übernehmen möchten. Hört sich auf jeden Fall irgendwie echt interessant an und witzig irgendwie auch, aber ja. Ist vom Zeichenstil echt etwas anders, als das ich sonst so lese. Es sieht irgendwie, ja, ein bisschen anders aus, wie gesagt. Ich dachte, ich lese da mal rein, wenn es mir nicht gefällt. Ich habe echt nicht viel bezahlt, glaube ich, dafür, deswegen war das schon in Ordnung. Sonst werde ich das irgendwie weitergeben oder verlosen, wie auch immer. Irgendwie so. Und als letztes habe ich auch die ersten beiden Bände gekauft, wieder eine Reihe, die ich bisher noch nicht kenne oder gelesen habe, irgendwie sonst immer. Und zwar ist das die Reihe Yamada-kun and the Seven Witches. So sieht das aus. Fand ich auch irgendwie interessant, war auch recht günstig, bin ich der Meinung. Und zwar geht es in diesem Buch um den Problemschüler Ryo Yamada und die Schulbeste Urara Shiraishi. Und zwar kommt es dazu durch einen kleinen Unfall, dass der Problemschüler Ryo die Schulbeste Urara küsst sozusagen, woraufhin sie sich im Körper des jeweils anderen befinden, sozusagen die Körper tauschen. Eine Erklärung dafür gibt es anfangs nicht und Ryo ist die Sache auch nicht gerade unrecht, schließlich kommt er so in Kontakt mit Urara und doch die Probleme lassen nicht lange auf sich warten. Darum geht es sozusagen und auch hier sieht das Zeichenstil sehr, sehr cool aus, muss ich sagen, gefällt mir auch sehr und ich freue mich auch wirklich sehr auf diese Reihe. Ist übrigens von Miki Yoshikawa, kenne ich auch nicht, aber ja, freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Ich finde auch hier das Cover irgendwie, ich dachte erst so, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, das Cover, aber ja, ist wohl nichts Komisches oder so. Das war's dann mit meinen Mangas, die ich bestellt habe. Dann gibt es ja bei Erwell ab einem bestimmten Einkaufswert Sachen dazu, beziehungsweise Sachen, die man sich gratis aussuchen kann, sozusagen. Und da habe ich mir zwei Bücher ausgesucht. Eins davon habe ich aber schon, deswegen werde ich das wahrscheinlich verlosen. Mal gucken, ob ich das demnächst mal in einer größeren Verlosung oder so mit reinpacken werde. Mal sehen. Auf jeden Fall, das erste hier ist Bourbon Kings von
J.R. Ward. Habe ich, wie gesagt, schon habe ich damals bei Arel gekauft und deswegen wird das verlost an euch. Da wird es wahrscheinlich demnächst auch eine Verlosung zu geben, also seid auf jeden Fall dabei und ja, abonniert schon mal meinen Kanal, da wird auf jeden Fall demnächst was kommen. Und dann habe ich etwas genommen, das, was mich irgendwie angesprochen hat. Es sieht nicht wirklich schön aus, aber ich fand so vom, was ich mir so durchgelesen habe, war es ganz interessant. Und zwar ist es die Macht der Worte schreiben als Beruf sozusagen. Ich meine, ich werde niemals irgendwie schreiben als Beruf irgendwie machen oder irgendwas. Nur ich habe Interesse daran und ich dachte, ja, vielleicht kann das ja irgendwie helfen. Und deswegen habe ich es einfach mal mitgenommen. Wie gesagt, es war umsonst. Und da geht es auch um Bloggen und so weiter, Schreibcoaching und so weiter, Schreibtherapie, alles Mögliche geht es da. Deswegen dachte ich, das hört sich echt irgendwie interessant und deswegen habe ich es mitgenommen. Sieht super unspektakulär und hässlich aus, aber vielleicht ist ja innen drin etwas zu gebrauchen sozusagen. Mal gucken. Ja, das war es sozusagen jetzt mit meinem Arbeit-Unpacking. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Das ist übrigens Lilly, eine von meinen beiden Katzen. Ja, Bibi, ich lasse dich gleich wieder runter. Die hier gerade so rumgeschwirrt sind. Ja, Bibi, ich freue mich, du bist so flauschig. Ja, und die andere kommt auch gerade schon. Ja, Momo, komm mal her. Oh. Die andere ist ein bisschen dicker. Das ist Momo. Hi. Sag mal hi.